Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf der Aktionär TV. Wir sprechen heute über den DAX. Der Deutsche Leitindex hat nämlich am vergangenen Freitag ein neues Allzeithoch markiert bei 16.331 Punkten. Ob so weitergeht, was die nächsten Rekordstände werden könnten und ob die US-Schuldenobergrenze und der Streit darum die Rallye beim DAX nicht bremsen wird, darüber spreche ich jetzt mit Thomas Gebert. Herr Gebert, schön, dass Sie uns zugeschaltet sind. Sie sind der Autor des Gebertsbriefs, deswegen bei uns heute in der Sendung und werden uns verraten, was der DAX noch so machen könnte in den nächsten Wochen. Ich habe schon gesagt, wir haben ein Hoch gesehen am Freitag. Da hat der DAX kräftig zugelegt. Seitdem ist er aber etwas schwächer unterwegs. Ist das nur eine Verschnaufspause? Wie geht's weiter? Und war dieses Allzeithoch gerechtfertigt bei all den Risikofaktoren, die wir gerade haben? Ja, hallo erstmal Frau Annatz, herzlichen Dank für die Einladung in Ihre Sendung und natürlich auch hallo Ihren lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Und natürlich habe ich mich am Freitag über das Allzeithoch persönlich besonders gefreut. Ich habe auch schon ein kleines Gläschen Orangensaft bereitgestellt, dass wir bildlich gesprochen danach zusammen anstoßen können auf das neue Allzeithoch. Und es freut mich natürlich besonders. Ich kam mir ja schon vor wie ein Wanderprediger, der seit dem letzten Spätsommer Land auf Land ab verkündet hat, die frohe Botschaft, dass wir vor einer extrem günstigen Situation an der Börse stünden. Und zwar war es ja so, in den ersten 9 Monaten des letzten Jahres hatten wir uns in einer schlechten Situation befunden. Da war die Inflation und bei einer gleichzeitigen Rezession. Das kommt normalerweise nicht vor. Die Inflation entsteht im Boom, wenn die Nachfrage zu groß ist. Und diese ungewöhnliche Situation, die wir schon einmal hatten im Jahr 1982, auch einer Energiekrise geschuldet, löste sich damals auf, dass das gegenteilige, seltene Situation eintrat. Die Inflation ging zurück und die Wirtschaft erholte sich. Und der DAX stieg dann 60% hinterher. Und ich habe natürlich an diese Situation damals gedacht und auch eine ähnliche Entwicklung für den zweiten Teil, die letzten 3 Monate des letzten Jahres und dieses Jahres gehofft. Und die ist dann auch so gekommen. Und da stecken wir jetzt mittendrin in dieser sehr günstigen Situation. Mhm. Also Sie haben es schon gesagt, es gab einige Risikofaktoren in der Vergangenheit, wie zum Beispiel die Inflation. Ja. Die begleitet uns immer noch, ist immer noch ein Thema. Die EZB hat jüngst auch den Leitzins wieder angehoben. Und es kam noch etwas dazu, der Streit um die US-Schuldenobergrenze. Der 1. Juli, das ist die Deadline, bis dahin müssen die Republikaner und Demokraten eine Einigung finden, sonst droht den USA der Zahlungsausfall. Inwieweit beschäftigt das denn den DAX? Könnte das den DAX jetzt demnächst ausbremsen? Also zunächst mal der Reihe nach. Erstens glaube ich, dass wir noch eine längere Aufwärtsbewegung vor uns haben könnten. Wenn mein Szenario stimmt, dass wir die ersten Anzeichen einer Konjunkturerholung in den USA jetzt gerade sehen, dann wird das eine langfristige Bewegung sein. Solche konjunkturellen Bewegungen sind nur sehr träge und wechseln nicht auf die Richtung. Das würde bedeuten, dass wir dann gut ein Jahr oder mehr mit einer Wirtschaftserholung haben und steigenden Aktienkursen, die dann dazugehören. Und wenn Sie jetzt fragen, wie hoch kann denn der DAX dann dieses Jahr noch steigen? Ich hatte ja schon im letzten Oktober, als der DAX noch bei 12.000 Punkten stand, von 220.000 Punkten für dieses Jahresende gesprochen. Und wenn wir uns mal die aktuellen Zahlen ansehen, im Mittel der letzten 50 Jahre wurde der DAX mit dem 16-fachen der Jahresgewinne bewertet. Und für dieses Jahr schätzen die Banken und Analysehäuser 1.316 Punkte umgerechnet auf einen DAX für den DAX. Mit 16 multipliziert würden wir dabei 21.056 Punkten am Jahresende landen. Also ich halte die 20.000 am Jahresende durchaus für möglich. Mit ein bisschen Glück könnten wir die erreichen. Und die Frage, die Sie gerade noch angehängt hatten, dass ob nicht die Situation in den USA, die Schuldenobergrenze, uns jetzt einen Strich durch die Rechnung machen könnte, das glaube ich nein. Das wird zu dramatisch gesehen und vor allem, glaube ich, auch falsch dargestellt. Ich lese, dass sich die Amerikaner, wenn die zahlungsunfähig werden, dann die Anleihen nicht bedienen und es so zu Verwerfungen an den Kapitalmärkten kommen würde, weil die Anleihenkurse dann stürzen würde und die Aktien mit in den Abgrund reißen würden. Das ist aber eine falsche Darstellung. Das kann niemals passieren, weil die Rückzahlung der Schulden in den USA und die Zinszahlung haben Verfassungsrang. Da ist die amerikanische Verfassung ganz eindeutig. In Sektion 4 des 14. Amendments sagt, the validity of the public debt of the United States
Muss ich kurz nachlesen? Entschuldigen Sie bitte. Authorized by law shall not be questioned. Also, das steht außerhalb jeder Frage, dass die Anleihen bedient werden. Deswegen ist das ja auch die sicherste Anlage der Welt, weil die Verfassungsrang hat, die Rückzahlung. Da werden möglicherweise Beamten nicht mehr bezahlt oder Rechnungen nicht bezahlt, aber die Anleihen werden bezahlt. Es kann also nicht zu dem Fall kommen, dass die Amerikaner dann in einen Zahlungsausfall bei den Anleihen reinlaufen. Und dann ist noch ein Punkt, der auch vollkommen falsch dargestellt ist, was mich wundert. Ich habe es erst gestern noch in der Zeitung gelesen und auch in der letzten Woche von einem bekannten deutschen Börsenexperten gesagt gehört in einem Video, dass die beim Erreichen letzte Mal, wo wir einen ähnlichen Fall hatten im Jahr 2011, als auch die Schuldenobergrenze nahte, dass da der S&P 17% gestürzt wäre im Vorfeld. Und dann, das stimmt aber nicht. Wenn wir uns das mal angucken, jetzt im Detail, wenn Sie mal bitte die Grafik einblenden würden von dem Verlauf damals, das war jetzt der Juli, August des Jahres 2011. Und am 31. Juli, das war ein Sonntag, haben sich die Demokraten und die Republikaner geeinigt auf eine Erhöhung der Schuldenobergrenze im Gegenzug für Kürzungen bei den Ausgaben. Das heißt, vor dem Sturz, der dann hier exemplarisch am DAX danach stattfand, von diesen 17%, die immer rumgeistern, der fand nach der Einigung statt. Der hatte also damit gar nichts zu tun, sondern der beruhte auf der Euro-Krise. Da waren nämlich die Anleihen der Griechen waren gestürzt und die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands stand da auf einmal auf der Kippe. Also das war, ist eine falsche Darstellung, dass das Laufen gegen die US-Schuldenobergrenze zu einer Verwerfung an den Finanzmärkten geführt hätte. Und dann kam ja noch hinzu, dass der S&P, diese Firma S&P, die Amerikaner abgestuft hatten auf AA, aber wie Sie das hier an der Grafik sehen, das war auch nach dem Sturz, das war am 6. August, auch an einem Sonntag, oder Samstag, da wurden wir abgestürzt, aber danach ist es nicht mehr weiter runtergegangen. Also dieses Laufen gegen die Schuldenobergrenze dürfte überhaupt an den Finanzmärkten keine Schwierigkeiten bereiten. Und ich halte sogar für durchaus möglich, dass die Amerikaner kurzfristig in eine Zahlungsunfähigkeit reingeraten, in eine partielle, wovon die Anleihen nicht betroffen sind. Aber das sollte im Grunde die Aktien- und die Anleihenmärkte eigentlich nicht weiter belasten. Und da sollte sich der Anleger bestimmt nicht von irgendwie ins Boxhorn jagen lassen. Also wegen des US-Schuldenstreits sollten Anleger nicht nervös sein. Die Nervosität Nein. der Anleger hatte die Wall Street vor allem ja in letzter Zeit etwas belastet. Da sagen Sie, das wird in Zukunft aber kein Thema mehr. Wenn wir schon über die Zukunft reden, Herr Gebert, eine Aussage von Ihnen ist mir jetzt im Kopf geblieben. Sie sehen den DAX bis Ende des Jahres bei 20.000 Punkten? Ja. Das hatte ich schon im letzten Oktober beim Stand von 12.000 als Kursziel. Und ich meine, mit ein bisschen Glück schaffen wir das auch. Was sind denn die Treiber beim DAX? Welche sehen Sie da? Die Unternehmensgewinne. Egal, was jetzt geredet wird, die Unternehmen verdienen wie noch nie. Und 1.316 Punkte in diesem Jahr umgerechnet auf einen DAX, so viel haben die Unternehmen überhaupt noch nie verdient. Und wenn wir das mit der durchschnittlichen Bewertung der letzten 50 Jahre mal nehmen, das ist nämlich 16, mit dem Faktor 16 kommen wir auf 21.056. Dann wären am Jahresende mit 20.000 wären die deutschen Aktien immer noch billiger bewertet als im Schnitt der letzten 50 Jahre. Also ich wüsste jetzt keinen Grund, warum das nicht kommen sollte. Herr Gebert, dann sprechen wir Ende des Jahres nochmal dazu und schauen, was der DAX nun wirklich geleistet und geschafft hat. Aber was unsere Zuschauer jetzt schon wissen müssen, wenn der DAX so steigt, dann werden auch einige Einzelwerte ansteigen. Und welche sind das? Von welchen Aktien können Anleger jetzt profitieren? Also das sind natürlich, wenn dieses Szenario stimmt, dass wir in der Frühphase eines langen Wirtschaftsausschwungs stehen, dann sollten natürlich die konjunktursensiblen Aktien, Industriewerte besonders bevorzugt sein. Von konjunkturunsensiblen Werten, jetzt sagen wir mal wie Nestle und so, die haben nichts vom Konjunkturaufschwung, weil da jetzt wird auch nicht mehr Kaffee getrunken beim Boom. Aber Autos werden mehr verkauft und Lacke von der Chemieindustrie. Also es wären die konjunktursensiblen Werte im Wesentlichen, wie ich das Musterdepot im Gebert-Brief aufgebaut habe. Und Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer können ja gerne auf der Seite gebertbrief.de eine Leseprobe, einen Brief einmal herunterladen und es sich ansehen.
Dann laden wir ganz herzlich dazu ein, dass die Zuschauer mal eine Probeausgabe des Gebhardt-Briefs lesen. Und wenn der DAX bei 20.000 steht, dann laden Sie mich aber auch hoffentlich ein, aber nicht nur auf einen Orangensaft, Herr Gebhardt, dann stoßen wir richtig an. Genau. Frau Anhalts, aber danke trotzdem trinken wir, aber, ach, entschuldigen, dass ich Ihnen ins Wort gefallen bin, aber ich wollte noch auf den neuen, auf das neue Allzeithoch anstoßen, auf die vielen neuen Allzeithochs, die noch kommen. Hoffen wir es doch, dann wird es auf jeden Fall spannend und wir berichten dann davon. Danke, Herr Gebhardt, an der Stelle für Ihre Expertise, dass Sie die mit uns geteilt haben. Und liebe Zuschauer, Ihnen zu Hause wünsche ich auf jeden Fall bis dahin ganz viel Spaß beim Investieren und sage bis zum nächsten Mal.